Hallo, ihr süßen Mäuse. Da bin ich schon wieder. Ich habe vorgestern das mit diesem Sonnendruck gemacht. Die Videos, die sind jetzt auch schon online. Ich zeige es nochmal kurz, falls ihr es nicht gesehen habt. Kann man es nochmal anschauen. Eigentlich wollte ich jetzt da auch Karten mitmachen, aber weil ich mit den Ergebnissen nicht so zufrieden bin, sondern eher ein bisschen frustriert, habe ich gedacht, ich mache jetzt was anderes, um mich ein bisschen abzulenken. Und werde eine Karte machen. Versuchen zu rekonstruieren, die ich schon mal gemacht habe. Allerdings mache ich sie diesmal in einem anderen Format. Ich habe sie quadratisch mal gemacht und hatte das als Dankeschön angefertigt und da war eine kleine Samentüte drin für Sonnenblumen. Und jetzt versuche ich die mal im rechteckigen, normalen Format. Und jetzt habe ich in einem der letzten Videos habe ich schon gesagt, dass dieses Konzept von wegen 10 Karten in 30 Minuten irgendwie nicht funktionieren kann ohne Vorbereitungszeit. Und das hat sich jetzt wieder bestätigt, weil ich habe jetzt auch wieder ewig gebraucht, um mir meine ganzen Materialien zusammenzusuchen. Also, ich habe jetzt hier zwar ein bisschen Unordnung, aber nicht so krass. Aber bis ich dann irgendwie die passenden Papiere gefunden habe, ich wollte nämlich eigentlich mit Rot und Gelb was machen, aber das Papier habe ich nicht mehr. Das war ein Block vom Aldi mit so karierten Papieren drin, so kleinkarierte Muster. Den fand ich eigentlich total schrecklich. Aber mit der Zeit hat sich das jetzt alles, ist alles aufgebraucht, weil ich da immer irgendwas von benutzen konnte für so kleinere Motive. Also als Basis für die Karte, ich habe jetzt keinen fertigen Rohling da. Das ist vom Action, dieser Bastelblock, der weithin bekannt ist. Dann nehme ich mir jetzt einmal das dickere Papier als Basis und dann brauche ich noch das dünnere Papier und da seht ihr dann gleich, was damit passiert. Weil ich eben das Gelb und Rot nicht mehr habe, habe ich mir versucht, Alternativen rauszusuchen. Die werde ich hier aus diesen Blöcken nehmen. Und die sind vom Teddy, die waren auch ganz günstig, 2,50 € und 2 Euro. Und einfach nur mal so zum Sagen, gell, weil ja das mit dieser Temu-Geschichte die ganze Zeit umhergeistert, dass man da nicht bestellen soll, weil aus China und so weiter. Hier steht das auch ganz dick und fett drauf, dass das aus China kommt, dass es da hergestellt ist. Jetzt ist das natürlich in Papier und wurde vielleicht auch da von dieser Firma in Auftrag gegeben. Eine andere Sache ist es natürlich, wenn man da beim Temu Stempel oder irgendwelche anderen Artikel. Es gibt ja nicht nur Bastelzeug da, sondern da kriegt man ja alles rund um Haushalt und so weiter. Wenn man da Plagiate kauft, das ist was anderes, weil da werden Lizenzrechte verletzt und das ist dann auch nicht okay für den Künstler, der das dann da herstellt. Aber ebenso diese Wiederverkäufer hier in Deutschland beim Teddy, beim Kick, beim ja, Action stellt, glaube ich, sogar selber in den Niederlanden her. Weiß ich jetzt nicht. Aber überall kriegt man halt Krempel aus China. Einfach nur, wenn es um diese moralische Geschichte geht, weil jetzt kleine chinesischen Kinder das da irgendwie fertigen müssen. Das ist bei den Sachen, die wir hier in unseren 1-Euro-Shops nicht anders. Es wird einfach in größeren Mengen produziert und eingekauft und dann an uns wieder weiterverkauft. Ich meine, es ist ja schön, es ist einigermaßen günstig. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass es aus China kommt. So, ich will gar nicht so viel reden. Ich benutze ein Stempelset von Stampin' Up. Habe das auch schon vorbereitet, weil ich habe das eine Schaf, das ich ausgewählt habe, das habe ich dann ausgeschnitten, weil ich ja auf diesem Kraftfarbkarton arbeite. Und da, ja, wenn ich ein weißes Schaf haben will, dann macht sich das schlecht. Koloriert habe ich das damals noch mit den Buntstiften von Action, die auch wasservermalbar sind. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann und ob die Kamera das einfängt. Leider habe ich die jetzt nicht mehr. Die habe ich letzte Woche habe ich die verschenkt. Und ich hatte das Schaf schon vorgefertigt gehabt, aber nicht wegen dem Video, sondern einfach, weil ich gestempelt und dann habe ich probiert. Ist egal. Genau, dieses Stempelset werde ich benutzen. Da dann wahrscheinlich auch noch einen Spruch draus, weil ich was embossen möchte. Dann habe ich noch so eine Fähnchenstanze, auch von Stampin' Up. Kann man aber auch mit der Hand machen. Dann habe ich noch ein Inkpad,
Und das ist fürs Embossen, wenn ich das mache. Den Stift, den brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Den hatte ich nur rausgelegt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den her hatte. Das ist auch Made in China. Wahrscheinlich war der auch mal vor etlichen Jahren, als ich bei AliExpress mal was bestellt hatte, was ich auch schon ewig nicht mehr gemacht habe. Und den Stift habe ich einfach benutzt, weil ich habe recht eng versucht auszuschneiden, aber trotzdem bleiben manchmal ein bisschen weiße Kanten. Und da habe ich, dann bin ich einfach mal rundum um das Schäfchen und habe die Ränder geschwärzt, damit das hier auf dem Farbkarton nicht so sich abhebt. Dann habe ich hier noch Embossingpulver. Das ist von Reiher, keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Das habe ich schon ewig lang. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das habe ich gekauft. Nee, es kann nicht sein. Da war ich mal in Deutschland und dann habe ich das gekauft. Aber ich habe es schon ewig lang. Ewig. Acrylblock. Und dann habe ich hier noch so das sogenannte Baker's Twine. Und weil ich ja jetzt das Rot und Gelb, also hätte ich passende Schnüre gehabt, aber ich habe keinen passenden karierten Farbkarton mehr, werde ich wahrscheinlich hier auf das Grün gehen. Aber ich fange jetzt erstmal an mit dem Basiszuschnitt von der Karte. Ich nehme mir hier mein Schneidebrett und schneide das jetzt bei 14,5 cm. Das ist die gummierte Seite. Also ich hoffe, dass das mit den Maßen dann so zusammenpasst, weil ich habe mir das jetzt einfach nur in meinem Kopf ausgedacht. So, dann tue ich das da wieder rein. Und dann falze ich das jetzt. Wo ist mein Falzbein? Entschuldigung, der Stuhl ist nicht mehr so ganz aktuell. Das Brett von Stampin' Up! Hat eigentlich auch eine Falzklinge. Aber die ist mir mal abhanden gekommen und ich finde sie nicht mehr. Futsch. Aber so geht es auch. Einfach anlegen und die Schiene führt einen dann. Und da falze ich jetzt bei 10,5. So, schauen wir mal. Der ist recht kräftig. So. Und jetzt brauche ich noch ein Layer als Hintergrund und dann nehme ich diesen Block. Gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Den habe ich auch schon ziemlich lange, weil ich vor einigen Jahren mal in Deutschland gekauft, oder vielleicht war das sogar in dem Überraschungspaket von meiner Freundin, was sie mir geschickt hat. Die hat mir mal Paket geschickt. Und hier habe ich noch ein bisschen blau kariertes Papier. Werde ich das nehmen? Kann ich das schneiden? So, dass es da drin bleibt? Na, ich nehme es raus, ist egal. Ist mir zu kompliziert. So. Wie breit ist das? Ja, das ist ungefähr knapp 15 cm. Also dann schneide ich das jetzt hier bei 9,5. Und meine Hände, also gut, ich habe jetzt hier nochmal sauber machen müssen, aber meine Hände sind teilweise noch von den blauen Pigmenten von der letzten Aktion von vorgestern immer noch ein bisschen leicht eingefärbt. Dann tue ich das da rein. Und das wird dann hier so das der eine Layer und den kürze ich jetzt auf 13,5. So. Und dann nehme ich den dünneren Farbkarton oder Kraftkarton von Action und den nehme ich jetzt auf, wenn ich 8,5 mache, ich mache da 12,5. Schneide ich hier bei 8,5. Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht vertan mit den Maßen.
Das wird dann nämlich hier ein bisschen, könnte ein bisschen größer sein. Ja, ich lasse es jetzt so. Ich will nicht noch mehr Papier zerschnipseln. So, das war's fürs Erste. Ich brauche es dann nachher nochmal, das Schneidebrett. Was ich jetzt brauche, ist einmal, also das kann man auch mit, ja, vielleicht mit verdünnter Acrylfarbe oder Wasserfarbe braun oder je nachdem, welche Farbe man dann will. Oder mit einem Distress Oxide Kissen oder Distress Ink. Ich habe mir das jetzt hier, also ich habe den Deckel einfach ein bisschen auf das Stempelkissen drauf gedrückt. Das ist jetzt noch ein älteres Stempelkissen, noch die alte Variante. Da ging das noch viel besser. Da war das nicht so schwierig wie mit den neuen Stempelkissen. So. Ich will noch mal ein Blatt. Jetzt versuche ich mal, ob ich da Farbe drauf bekommen. Ja, die sieht man jetzt nicht so doll, die Sprenkel. Ich weiß nicht mehr mit, oder hatte ich einen anderen Pinsel einfach, mit welcher Farbe ich das damals gemacht habe. Vielleicht hatte ich auch einen anderen Pinsel, der größere Punkte gemacht hat, dass man das deutlicher gesehen hat. Also es muss nur ein bisschen sein. Das ist jetzt nur eine kleine Nuance. So, schnell ein Tuch nehmen. Jetzt trockne ich das da innen drin, damit mir das Wasser von dem Pinsel nicht die Farbe ruiniert. Mal zur Seite. So. Ein bisschen trocknen lassen. Und jetzt werde ich das schon mal festkleben. Nämlich hier das doppelseitige Abreißklebeband. Das auch vom Action. Flüssigkleber wird es vielleicht ein bisschen schneller gehen, als wenn man das Abreißklebeband nimmt. Aber manchmal wälzt sich dann das Papier. Und weil ich das jetzt noch nicht benutzt habe, nehme ich das nicht, um zu verhindern, dass ich vielleicht hinterher wieder frustriert bin über das, was ich gemacht habe. Also, jetzt ziehe ich das hier ab. Und hier ziehe ich es nur so zur Hälfte ab. Ich glaube, ich habe das auch schon mal in einem Video bisschen deutlicher gezeigt und erklärt, wieso ich das so mache. Aber das ist halt einfach, damit man das, wenn das noch ein bisschen dran ist, dann kann man das zu Klebende ein bisschen besser auf der Karte positionieren, bevor es dann wirklich festpappt und eventuell schief ist. Also, das muss ich mal ein bisschen zu mir nehmen, weil das ist sonst jetzt schmatzt die Katze dann so. Dann kann ich sie in der Mitte festdrücken und ich hoffe, dass es jetzt einigermaßen gleichmäßig ist. Und jetzt kann ich hier einfach so das abziehen und verrutscht auch nichts mehr. So. Ja, ist hier oben ein bisschen schief und da, aber c'est la vie. So, und was ich jetzt machen will, ist, dass ich hier wie so eine Ecke so umfalte. Und jetzt werde ich aber als erstes
glaube, das ist schon trocken. Ich mache mal kurz mit dem Heißluftföhn. Ah, okay. Das wälzt sich ein bisschen. Das Papier ist auch relativ dünn. Ist klar. So. Ich will das noch nicht mit dem Spruch embossen. Ich lege das mal da drunter. Brauche ich meinen Embossing-Button. Der ist auch von Stampin' Up und den habe ich schon ungefähr 500 Jahre lang. Also als ich damals angefangen habe mit dem Basteln, habe ich mir den gekauft. Hält ewig so ein Teil. Das ist sein. Und dann nehme ich mir hier den Spruch raus. Den habe ich auch noch kein einziges Mal benutzt bisher. Ich muss aufpassen, dass ich den richtig rum mache. Wo ist mein Dings da? Also will ich es ungefähr so. Ich mach's mal so. Ich weiß nicht, wie es dann am Ende wirklich aussieht, aber einmal stempel ich den ab. Dann sieht man jetzt nichts. So. Okay, ich hoffe, der geht jetzt zum Abstempeln oder zum Embossen, weil der relativ filigran ist und das Embossing-Pulver ist jetzt eigentlich nicht so fein. Da habe ich andere, die sind besser, aber eben nicht in weiß. Und ich wollte das jetzt in weiß machen, weil es scharf weiß ist. So. Abklopfen. Okay, da am Rand hat es noch ein bisschen. Noch angehaftet. Da habe ich wahrscheinlich den Stempel zu fest in die Versamark-Tinte reingedrückt, dass der Rand damit drauf gekommen ist. Hoffen wir, dass das so funktioniert. Jetzt tue ich das mal zur Seite, bevor ich das wieder umfülle. Jetzt muss ich noch mal den Heißluftföhn anmachen. Entschuldigung. Dann soll ich es euch zeigen. Also das Papier wälzt sich ein bisschen. So, jetzt kommt die Schrift. Das ist ganz schön heiß. Ja, ich glaube, das ist jetzt alles okay. Jetzt können wir das noch schnell ein bisschen abkühlen lassen. Ich will dann noch mal mit ein bisschen mit einem Tuch drüber wischen, weil von dem Embossing Pulver Buddy ist da ein bisschen ein weißer Schatten geblieben. Und jetzt brauche ich meine Stanze. Jetzt werde ich da so aus dem Papier ein Fähnchen. Ich mache mal ein Fähnchen. Und weil ich ja dann das grüne Baker's Twine nehme, werde ich hier aus dem das grüne Papier nehmen und dann mache ich vielleicht zwei Fähnchen. Jetzt habe ich aber noch ein anderes Problem. Da habe ich vorher nicht nachgeschaut. Ich weiß gar nicht, ob ich noch so Abstandsklebepads habe. Hier sind noch welche.
Genau, dann kommt das da so. Kommt die Ecke so umgeklebt. Weiß jetzt nicht, wie viel ich brauche. Ich mache jetzt, abschneiden kann ich dann ja immer noch was. Und das habe ich mal, ich glaube, beim Nanunana oder sowas gekauft, auch von vor 10 Jahren oder so. Schon ewig lange. Ups, nicht die Beine umknicken. So. Nicht die Beine umknicken, die braucht das Schäfchen noch zum Springen. Okay, also jetzt nehme ich mir hier so ein Tuch und guck mal. Ja, geht. So. Jetzt brauchen wir da den Knick. Ich muss mich jetzt gerade ein bisschen sortieren, damit ich das hier... Und ich habe die Karte mal irgendwo in einem... Ich weiß nicht, ob das auf Pinterest war oder in einem anderen Video. So in der Art habe ich das mal gesehen. Eigentlich wäre das schön, wenn diese Punkte noch ein bisschen dunkler wären. Aber weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das gemacht habe. Hatte ich das mit Distress gemacht bei der Karte, die ich schon mal verschenkt habe? Habe ich da. Ist das dunkler? Das Vintage-Foto. Also probiere ich das jetzt noch mal. Also ich weiß es nicht. Nehmen das jetzt einfach nochmal. Ah ja. So gibt es ein bisschen größere. Muss ich nur ein bisschen aufpassen. Jetzt habe ich da gleich einen ganz großen. Blotsch drauf. So. Alles schön nass. Man das noch mal kurz anfühlen. Und eben, das sind jetzt so Sachen, das, ich weiß nicht, wie die anderen Leute das machen. Die machen irgendwie vorher, arbeiten die schon vor, keine Ahnung. Jetzt bin ich hier auch schon bei 24 Minuten oder so. Und ich habe mir ja vorher schon eine Idee zurechtgelegt. Also, kann jetzt hier nicht ewig warten. Da ist noch. Okay, also, was machen wir jetzt?
Erst den Wimpel oder erst den Knick? Ich mache erst den Knick. Nehme ich jetzt mal Flüssigkleber. Ach so. Muss ja nicht den ganzen Deckel abschrauben hier. Festhalten. Hält nicht. Ja, so vergeht die Zeit auch, oder? Anderen Leuten zugucken, wie sie versuchen, irgendwas festzukleben. So, drücke ich das noch ein bisschen runter. Das will echt nicht halten. Nehme ich halt Abreißklebeband und gucke, ob das damit funktioniert. Kann ich auch gerade versuchen, das Band da festzumachen. Ich das ungefähr so machen. Versuch mal noch mal dein Glück. Mal ein bisschen eine Klebespur. Dann die Schnur dazu fixieren. Das will nicht. So. Nochmal neues Papier. Das haben wir geklebt schon. Ja, weiß nicht, was ich euch jetzt noch erzählen soll, während ich hier klebe. Ich habe vorher noch mal ein älteres Video gesehen von einer, die recht viel bastelt. Ich weiß nicht, es war wirklich schon ein bisschen was älter. Kann ich sagen, von wann das war. Und sie hat gesagt, dass sie da in den Kommentaren dann eine Bemerkung hatte, dass jemand gemeint hat, warum der Tisch denn so unordentlich ist, wenn sie bastelt und filmt. Und ja, da habe ich mich dann auch gefragt. Also erstens, wenn man da im Prozess ist, da räumt man doch nicht die ganze Zeit auf. Aber warum klebt denn das jetzt nicht? Das ist ja echt ärgerlich. Und also ich kenne recht viele andere Bastler, also viele, einige auch persönlich. Und wenn man da den Basteltisch anschaut, ich habe selten jemanden gesehen, der immer super aufgeräumt seinen Arbeitsplatz hat. Also ich weiß, es gibt auch welche, bei denen ist das immer super aufgeräumt. Aber die... So, jetzt hat die Kamera wieder einfach abgestellt. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was bis wann ihr jetzt noch was mitbekommen habt.
Aber jetzt konnte ich zumindest das Video wieder starten. Irgendwie, ich glaube, es ist ein Problem mit der Speicherkarte und nicht mit der Kamera. Weil vorhin hat er gesagt, die Speicherkarte kann nicht erkannt werden. Ja, auf jeden Fall, eben, wenn man bastelt, manchmal sind dann doch auch Sachen, die dann noch liegen bleiben müssen, weil sie trocknen oder irgendwas. Und die wenigsten Leute, die ich kenne, die haben immer einen super aufgeräumten Arbeitsplatz oder einen Bastelbereich. Jetzt sieht man hier was von dem Klebepad. Und ich weiß, es gibt Menschen, die haben immer einen super aufgeräumten Tisch. Aber die arbeiten, glaube ich, auch ganz anders. Also machen auch dann teilweise andere Sachen. Also ich finde es auch schön, dass wenn ich hier reinkomme, dass dann alles aufgeräumt ist und ich dann eigentlich gleich losstarten kann. Aber je nachdem, wofür die Räume dann auch noch genutzt werden, ist das manchmal auch gar nicht möglich. Also jetzt zum Beispiel habe ich einfach hier jetzt hinter mir ein bisschen mehr Platz, weil ich ein paar Kisten einfach jetzt, weil mein Mann gerade nicht da ist, ins Wohnzimmer gestellt habe. Und dadurch habe ich hier viel mehr Platz, mich zu bewegen und auch meine Sachen rauszukramen. Und das macht es dann auch leichter. Oh, jetzt habe ich es zu hoch gemacht. Geht's noch ab? Also. Ungefähr so. Ich weiß nicht, was mit dem Kleber ist, hier mit dem Flüssigkleber. Der läuft jetzt auch aus. Vielleicht ist es auch zu warm hier drin. Es ist recht schwül heute. So. Okay. Also das sind jetzt erstmal die Wimpelchen. Das ist jetzt ein bisschen weiter runtergedrückt, als ich eigentlich wollte, weil der Kleber nicht so will. Weil bei der anderen Karte, die ich verschenkt habe, da war das leicht gerollt. Hier, das habe ich auch da, glaube ich, abstehen gelassen. Jetzt, das suppt hier weiter raus. Nicht so schön. Klebrige Finger. Ist das natürlich blöd zum Klebestreifen aufbringen. Ich nehme jetzt mal den Tombow, ob der noch geht. Flüssigkleber. Bei denen habe ich auch schon ewig. Ich glaube, da ist nichts mehr drin. Bei manchen Sachen habe ich mir da früher auch aufgeschrieben, wann ich das gekauft habe, einfach um das nachvollziehen zu können. Hier zum Beispiel. Das habe ich September 2014 habe ich das Versamarkt-Dingen gekauft. Das sind jetzt fast, also ja, das sind jetzt 9 Jahre. Nicht fast 10, aber 9 Jahre. Und ich habe das auch noch kein einziges Mal aufgefüllt. Also hält echt lang. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, weil ich es nicht viel benutzt habe. Aber auch wenn man es nicht viel benutzt, manche Stempelkissen, die trocknen dann ja trotzdem aus. Und das Versamarkt ist noch tipptopp. So. Jetzt hoffe ich, dass sich das nicht zu sehr wälzt durch den Nasskleber, durch den Flüssigkleber. So. Ja, mal gucken. Der Vorteil ist halt mit dem Flüssigkleber, dass man immer noch ein bisschen nachjustieren kann. So. Ach ja, ich wollte innen drin, weil innen drin ist es jetzt ja so nackig. Da wollte ich auch noch mit Weiß, dass man drauf schreiben kann, ein Papier machen. Und schneide ich mir jetzt mal zu.
dazu. Und jetzt 13,5. So. Hier nehme ich jetzt auch wieder das Abreißklebeband, weil das Papier ist einfach so dünn. Also ich gucke mir ja schon gern an, wie andere Leute ihre Bastelzimmer haben. Weil dann fühle ich mich nicht immer so schlecht, weil es bei mir teilweise, je nachdem, was man macht, sammeln sich dann so Ecken an, wo das, was man benutzt hat, dann schnell beiseite geräumt wird, weil man gerade wieder noch was anderes machen will. Wobei ich eigentlich schon versuche, immer alles wieder zurückzutun an den Ort, wo es seinen Platz hat. Also jetzt zum Beispiel auch wie das mit dem Papier, das tue ich dann immer in den Block wieder zurück oder mein Schneidebrett oder die Magnetplatte oder sowas, die stehen hier rechts neben mir am Tisch in so einer Ecke reingequetscht. Also ist jetzt auch nicht super schön, aber es ist halt einfach, ich weiß dann immer, wo es ist. So. Und dann habe ich auch mal eine Roomtour gesehen. Das fand ich schon faszinierend, dass die das gezeigt hat, weil die hat zwar auf dem Tisch auch so das, was ich jetzt mal die normale Unordnung nennen würde, von dem, was man an Material halt oder an Werkzeug hat, was immer in greifbarer Nähe sein soll, in so Stiftehaltern oder in irgendwelchen kleinen Körbchen oder sonst irgendwas. Aber die hat eben auch das ganze Zimmer gezeigt und also sie hat dann auch so Ecken, wo sich irgendwelche Sachen gestapelt haben. Was ich von mir ja auch manchmal kenne. Aber das, was mich schon fasziniert hat, ist, dass sie, also ich will jetzt nicht sagen, es war schmutzig, aber also man hat gesehen, der Boden war nicht ganz sauber. Und es ist ja nicht schlimm, die Leute müssen sich ja selber da wohlfühlen. Aber wenn das bei mir so wäre, da lagen dann auch lauter Papierschnipsel und so Sachen wie hier, sowas. Lag da am Boden und das sind Sachen, jetzt habe ich es auch trotzdem schief eingeklebt. Das ist nämlich, wenn man sabbelt, wenn man guckt, dass die Kamera noch läuft, wenn man sabbelt, jetzt ist es schief. Ist egal. Soll so sein. Ende. Jetzt wollte ich da noch noch so einen Streifen rein. Weil damals, als ich das erste Mal gebastelt hatte, da hatte ich da eben wie so ein Band mit dem Papier gemacht. Und da hatte ich dann eben diese Samentüte für die Sonnenblumen drunter geklemmt. Dann nehmen wir mal lieber die andere Seite, dann kann ich es besser festhalten. Mache ich jetzt 1,5 cm. So. Eigentlich würde ich es jetzt auch mit dem Flüssigkleber festkleben wollen. Und zwar von oben bis unten, nicht nur auf das Weiße. Aber der ist ja irgendwie schlecht drauf heute. Es wird jetzt echt schwül, also vor allem auch hier in dem Zimmer. Und ich habe da extra jetzt vorher das Fenster zugemacht. Es kommt hier gar keine frische Luft mehr rein, weil in der Nachbarschaft, da wird gebaut. Und da fährt die ganze Zeit so ein kleiner Bagger.
das hier ab. Ne, schneide ich noch nicht ab. Das ist nämlich immer verrutscht. Ja, und ich würde jetzt wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wie lange, wann die Kamera abgestellt hat, aber ich denke, es sind jetzt bestimmt schon 35 Minuten, die ich hier rumwerkel. Und ich würde, wenn ich das alleine für mich machen würde, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger brauchen, weil ich dann einfach genauer gucke wegen dem Hinkleben. So, hier kann man dann auch einen Gutschein oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. Geld, wenn man das zum Geburtstag verschenkt. Jetzt brauchen wir noch das Schäfchen. Und wenn wir das haben, seid ihr mich auch schon wieder los. Dann mache ich die Kamera aus. Und das andere Video mit dem Sonnendruck, das ist ja also an einem Tag entstanden, aber ich habe es jetzt auf 3 Videos aufgeteilt. Und da kam, glaube ich, heute der 2. Teil. Und morgen ist Freitag, da kommt dann der 3. Teil. Und dann ist erstmal fertig. Und dann weiß ich jetzt noch nicht, je nachdem auch, wie schwierig das jetzt mit der Bearbeitung wird von dieser Karte, also von dem Video, ob ich das dann am Samstag schon hochlade oder erst am Sonntag. Ich weiß auch immer nicht so genau, wann die Leute am liebsten eigentlich gucken. Manche haben ja so ganz feste Zeiten, wo sie die Videos hochladen. Das hatte ich mir auch mal überlegt. Aber ja, ich weiß halt nicht, wer guckt denn da überhaupt und welche Zielgruppe ist das? Sind das jetzt Leute, die mit Familie zu Hause sind und am Wochenende dann sowieso nicht gucken oder am Wochenende nur ganz früh oder eventuell ganz spät nach dem Abendessen, wenn vielleicht Kinder im Bett sind oder wenn man, manchmal hat man ja auch noch irgendwie, wenn schönes Wetter ist, irgendwelche Ausflüge oder einen Grilltag oder Abend mit Freunden oder Familie, keine Ahnung. Und dann weiß ich immer nicht, wann gucken die Leute denn am liebsten und sehen sie das dann überhaupt noch, wenn ich das hochgeladen habe und dann noch so viele andere Videos von anderen Leuten hochgeladen wurden. Ob das dann eventuell gar nicht mehr angezeigt wird. Ist ja sowieso mit dem Algorithmus vom YouTube immer nicht so ganz einfach zu verstehen. So. Ich glaube, ich habe jetzt alle Plättchen abgezogen. Und jetzt mache ich das hier so hin. Und dann mache ich mir gleich was zum Essen. Ich habe nämlich Hunger. Okay. Das ist jetzt angetrocknet. Also, hier ist Chaos auf meinem Tisch. Ob es euch gefällt oder nicht. Unterm Tisch nicht. Da sind nur ein paar von diesen Klebeplättchen jetzt neben den Mülleimer gefallen. Die hebe ich gleich auf. Das ist die Karte. Ein kleines Schäfchen. Ihr könnt ja mal schreiben, wie es euch gefällt. Also eben, ich wollte es eigentlich mit Rot und Gelb machen und diesem karierten, also beides waren es karierte Muster, Rot und Gelb. Aber wie gesagt, der Block ist aufgebraucht. Aber die Farben gehen auch ganz gut, finde ich. Und innen drin sieht es halt so aus. Und wie gesagt, da kann man hier was drunter schieben. Entweder ein kleines Geschenk, eine Gutscheinkarte, Geld, ich weiß es auch nicht. Ist nur eine Idee. Kann man ja dann machen, wie man will. Jetzt muss es noch ein bisschen antrocknen. Das hier habe ich extra so gelassen, dass es ein bisschen dynamischer aussieht. Und wenn man es, also es ist jetzt ja alles ein bisschen erhaben und auch hier mit dem Knick vielleicht nicht ganz einfach zum Verschicken, aber wenn man persönlich irgendwo hingeht, dann kann man das ja mit dem Geschenk so überreichen und dann nicht, wenn man es nicht mit der Post schicken muss, dann hält es vielleicht auch ein bisschen. Und ich habe versucht,
möglichst günstige Sachen zu verwenden, nicht einfach nur so immer teure Produkte. Eben das meiste ist vom Action, jetzt mal abgesehen von den Stempelkissen von Stampin' Up und von Distress und von dem Stempelmotiv. Ist das eigentlich, also kann man die Karte ganz leicht kreieren mit den günstigeren Sachen, die man beim Kick, Teddy, Action oder sonst irgendwo bekommt. Und da gibt es ja auch immer ganz süße Stempelmotive, da braucht man ja nicht unbedingt diese. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt gucke ich mal, ob ich das mit dem Video hier hinbekomme, weil jetzt die letzten Male war wirklich schwierig mit der Kamera, beziehungsweise eben inzwischen glaube ich, dass das die Speicherkarte ist. Dann gucke ich mal, ob ich das zusammengeschnipselt bekomme und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Mäuse.